Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop. Heute ist der 20. Februar 2023 und ich freue mich auf einen kreativen Abend mit Ihnen, denn die Workshops haben es in sich. Sie sind dazu da, Lebensqualität zu verbessern. Das heißt ganz konkret, wie kann ich noch effektiver mit Agile Care umgehen, um meine Lebensqualität zu verbessern. Wir haben einiges heute wieder zu bieten. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und begrüße auch vorauseilend diejenigen, die jetzt nicht live dabei sein können, die sich aber dann in die Aufzeichnung einschalten. Denn die Aufzeichnung, Sie wissen das längst, ist auch geeignet, die dort vorliegenden Downloads, die Sie also im Live-Workshop hier bekommen, auch in der Aufzeichnung können Sie die herunterladen. Und Sie können auch noch in der Aufzeichnung Fragen stellen, die wir Ihnen dann gern beantworten. Die von Ihnen eingegebenen Fragen landen nämlich per E-Mail bei mir. Also, lassen Sie uns loslegen. Aber zunächst danke ich erst einmal für die Hilfe im Hintergrund von meiner Frau Renate und Tochter Claudia, die mir heute wieder hilfreich zur Seite stehen. Insbesondere in dem Abschnitt, wenn Sie dann Ihre Fragen stellen, die Sie hier im Chat eingeben. Und ich bin nicht in der Lage, gleichzeitig hier Ausführungen zu machen und den ständig wechselnden Chat zu verfolgen und vielleicht dann noch richtig zu notieren. Das tun Renate und Claudia für mich. Die bereiten das also für mich vor. Und jetzt aber steigen wir erst einmal ein in unsere Präsentation, die ich vorbereitet habe. Ja, dann rufe ich die mal auf. Aber zunächst gebe ich Ihnen zum Download, das ist besser, wenn ich Ihnen zum Download die Folien wie immer angebe. Sie können Sie ab jetzt die Folien herunterladen und ich bereite Sie schon darauf vor. Sie können sich auch freuen, denn ich habe noch ein weiteres wichtiges Dokument, was Sie heute noch herunterladen können, aber das ist noch nicht so weit. Nun, meine Präsentation, Start erfolgt hier. Ja, heute am 20. begrüßen wir Sie und folgender wichtiger Hinweis, wie immer das Wichtigste von allem. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, natürlich, das müssen Sie ertragen. Ich muss jetzt hier noch einmal werben für unser Symposium. Wir sind stolz, dass wir mit den Vorbereitungen zum Symposium, zum diesjährigen Symposium, das ist ja schon das 5. Symposium, dass wir gut vorangekommen sind. Alles ist gut vorbereitet. Das Symposium steht ja wie die anderen auch unter der Überschrift Leben ohne Krankheit und findet in diesem Jahr am 11. März in Storkow statt. Und zwar, wir freuen uns, dass wir den Palas mieten konnten, den Palas der Burg Storkow. Und ich kann Ihnen sagen, das wird ein Ereignis werden, was Ihnen gefällt, jedenfalls denjenigen, die da zu dem Symposium kommen, die ich begrüßen darf dort. Denn es geht dort nicht nur um unser Thema Leben ohne Krankheit, das ist das Wichtigste natürlich, sondern in dem Umfeld dieser Burg, dieses Palas, lernen Sie deutsche Kultur kennen, verstehen Sie wieder deutsche Kultur. Es geht auch um Erdkunde, Naturkunde, Dinge, die zu unserem Leben gehören. Das ist Ihnen dort völlig frei und ich denke, das ist ein angenehmes Umfeld. Jetzt gibt es Eintrittskarten noch zum ermäßigten Preis. Und wer noch keine Eintrittskarte hat, den empfehle ich den ermäßigten Preis, der seit heute Nacht gilt, die Eintrittskarte zu kaufen, und zwar über unseren Shop. Der Shop, den Link habe ich eingetragen hier, der lautet shop.schmerzen-was-tun.de/downloads. Das können Sie hier ablesen, muss ich nicht wiederholen. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben sehr, sehr gute Experten für die Vorträge. Sie haben dort ein sehr schönes Umfeld, nicht nur von der Bildung und von der Kultur, sondern auch sehr gut geeignet für Gespräche untereinander, Gespräche mit mir, Gespräche mit unserem Team und letztlich
Das haben wir bei jedem Symposium bisher geschafft. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Sie können sich auf eine schöne Zeit freuen. Also ich würde mich freuen, diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, die noch keine Eintrittskarte erworben haben, die jetzt in den nächsten Stunden über das Internet zu erwerben. Ja, mit diesem Bild beginne ich nun schon seit einiger Zeit. Dies ist die Grundlage, wie führt Agile Care zu besserer Lebensqualität. Und keine Angst, diejenigen, die die Abläufe schon längst kennen, das sollte nicht langweilig werden. Heute zielen wir auf etwas Neues im Ergebnis dieses Ablaufs hin. Und ich will den Ablauf nur einleitend ganz kurz nennen. Wir haben also in den Zellen einen Sauerstoffmangel. Wodurch der entsteht, das ist uns erst einmal egal. Aber der Sauerstoffmangel, der führt dazu, dass die Mitochondrien keine Energie mehr bilden können. Sie können kein ATP bilden. Und damit diese Energiekrise von den Zellen überlebt wird, wechseln die betroffenen Zellen in unserem Körper auf Ersatzstoffwechsel, den wir auch Krebsstoffwechsel nennen. Das sehen Sie in der zweiten Kolumne von links. Dort wird also das Leben der Zelle gerettet, indem übergangsweise der neue Stoffwechsel eintritt. Das ist nichts anderes als eine alkoholische Gärung in den Zellen, in der Zellflüssigkeit. Wenn diese alkoholische Gärung stattfindet, also der Ersatzstoffwechsel das Leben der Zellen rettet, dann kommen Mikroorganismen vermehrt auf den Plan. Sie fühlen, dass sich nämlich in diesem Ersatzstoffwechsel, der von einem anderen Milieu gekennzeichnet ist, der pH-Wert liegt ganz woanders, fühlen sie sich wohl, dort können sie gut leben, können sie vervielfältigen und bilden dort mit der Erkrankung, mit der ganz spezifischen Erkrankung, eine Symbiose. Und der geniale Dr. Reif hat herausbekommen, dass wir diese Mikroorganismen sehr gut mit sogenannten Signaturen, das ist nichts anderes als elektromagnetische Frequenzen, ganz spezieller Spektren, dass wir die, wenn wir den Körper einleiten und dafür sorgen, dass diese Frequenzen zu den Mikroorganismen kommen, dass wir damit geeigneterweise diese Symbiose zwischen Mikroorganismen auf der einen Seite und Erkrankung auf der anderen Seite, dass wir diese Symbiose aufbrechen, die Mikroorganismen eliminieren weitestgehend und dass wir dann dort wieder normale Zustände erreichen können. Das bedeutet, der Körper kann sich heilen. Und jetzt bin ich bei der ganz rechten Kolumne, bei dieser Abwehr werden die Mikroorganismen eliminiert, die zerplatzen regelrecht und es entstehen unten eingekreist dabei Gifte. Das heißt, wir müssen die Schlussfolgerung ziehen, die Gifte sind zu eliminieren, auszuleiten aus dem Körper. Übrigens, die Art und Weise, ich finde genial von Dr. Reif entwickelt, die Art und Weise, wie wir das tun, führt dazu, dass die Mikroorganismen nicht attackiert werden und damit auch keine Resistenzen bilden, so wie wir das unangenehmerweise von dem Einsatz von Antibiotika kennen. Ja, und wir haben ja gelernt, und Sie haben vorhin auf dem Bild hier gesehen, dass ich den Eintrag hier habe, auch Wasser. In der rechten Spalte steht unter Agile Care auch Wasser. Dass wir also auch, wir wenden das nun schon über 13 Monate ein und wir empfehlen Ihnen das auch, dass Sie auch Wasser markieren können. Das Wasser kann getrunken werden und wir haben dazu einen umfassenden Webinar einmal durchgeführt. Und da haben Sie auch erfahren, dass man auch andere Stoffe markieren kann. Und diese Markierung des Wassers ist nicht nur ein Ausweg für diejenigen Menschen, die eine Kontraindikation haben, Agile Care einzusetzen. Ich sage nur ein Stichwort, wer einen Schrittmacher hat, kann nicht mit Elektroden arbeiten, aber der kann das Wasser zu sich nehmen, was die ganz spezifische Markierung hat, um die Mikroorganismen zu eliminieren, die bei ihm zu eliminieren sind. Und das wird vermehrt eingesetzt, auch mit Erfolg. Und diejenigen, die keine Kontraindikation haben, machen beides. Auch das haben wir schon festgestellt und an diesem Ort hier schon mehrfach publiziert, dass dann die Effektivität des Vorgehens verbessert ist, wenn man beides macht. Also Elektroden und markiertes Wasser trinkt. Nun hat Herr David Holzer in dem Webinar darüber gesprochen, dass es auch möglich ist, andere Dinge zu markieren. Also Cremes, zum Beispiel Zahncreme oder andere Stoffe. Gesteinsmehl zum Beispiel kann man auch markieren. Er hat auch erläutert, wie das geht und hat jetzt ein
eine ganz spezielle Geschichte entwickelt, die ich hochinteressant finde und die zeige ich Ihnen im nächsten Bild. Nämlich, er nimmt Silikon, rührt das Silikon an, ja, und bringt in das Silikon markierten Quarzsand. Er markiert also den Quarzsand. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, im Workshop hat er das so, oder im Webinar damals hat er das so dargestellt, dass der Quarzsand in einem Gefäß ist, zum Beispiel in einer kleinen Glasdose, und die Glasdose, die schwimmt im Wasser, und das Wasser ringsherum ist dann beklebt mit den Haftelektroden. So hat er uns das damals erläutert. Das ist eine ganz gute Methode. Und er hat mir gesagt, er ist damit seinen Arbeiten jetzt vor wenigen Tagen erst fertig geworden, aber insbesondere mit den Tests, die positiv ausgegangen sind, dass er eben bei Schmerzen den Quarzsand mit bestimmten Programmen, Anwendungen markiert, zum Beispiel eben aus der Gruppe Schmerz. Ja, wir haben ja bei Agilcare eine Anwendergruppe, die heißt Schmerzen. Er markiert die und bringt dann den markierten Quarzsand in das noch flüssige Silikon, was er dann aushärten lässt. Es härtet ja nicht richtig aus, es ist ja noch formbar und ist gut geeignet, am Körper zu tragen. Und die hier eingeblendeten Quarz markierten oder mit Quarz versehenen Silikonpads, die er auch Schmerzpads nennt, die kann man bei Herrn David Holzer erwerben. Ich kann Ihnen keinen Preis sagen, Gottes Willen, aber wer daran interessiert ist, vielleicht gibt es auch einige, die sich das selbst herstellen möchten, könnten bei David Holzer die Informationen, die notwendigen Informationen bekommen. Und die eingeblendete E-Mail-Adresse soll Ihnen den Kontakt zu Herrn Holzer geben, für diejenigen, die interessiert sind. Und ich lese mal die E-Mail-Adresse vor. Dave, also es muss sicherlich Dave ausgesprochen werden, .holzer@gmx.at. Ich wiederhole, dave.holzer@gmx.at. Und Sie sehen, welche Formen er hergestellt hat. Einmal rund, ganz links, Durchmesser 5 cm, dann oval mit den Längen und Breiten von 6,5 cm und 4,3 cm und dann in vier verschiedenen Größen große, langgestreckte Pads, die schon wirklich, wenn Sie dann sich mal anschauen hier, 23 cm mal 8 cm, schon fast wie eine Weste, möchte ich einmal sagen, fungieren. Und das Interessante ist, dass der markierte Quarzsand, den er dort einsetzt, sehr, sehr lange seine Funktion, also seine Markierung behält, natürlich bei den entsprechenden Aufbewahrungsrandbedingungen, über die wir schon öfter hier gesprochen haben. Also wer sich interessiert, wendet sich an Herrn Holzer. Ich danke Herrn Holzer für die Entwicklungsarbeit und ich bin gespannt, was er weiterhin für Erfahrung damit macht. Er wird uns berichten und diejenigen, die unter Ihnen da Erfahrung machen wollen, wie gesagt, wenden sich an Herrn Holzer über die E-Mail-Adresse. Nächste Darstellung ist, da geht es um Neurodermitis einer Anwenderin, 20 Jahre alt ist die Anwenderin. Wir haben empfohlen am Telefon die Anwendungen A126, ich wiederhole A126, Hautausschlag, und die Anwendung A12, ich wiederhole, Quellencode-Index A12, Allergie. Und zu unserer großen Freude und auch zur Freude der Anwenderin war nach wenigen Tagen diese Baustelle, die sie über Jahre hatte, eine Neurodermitis, ich glaube, ich muss Ihnen das nicht erläutern, was das für eine Beeinträchtigung der Lebensqualität ist, dann nach wenigen Tagen Anwendung mit Agilcare ist das alles weg. Große Freude, ich freue mich für die Anwenderin, aber ich freue mich auch für uns, denn wir sind nun noch besser in der Lage, bei Neurodermitis Sie zu beraten und haben besseres Datenmaterial zur Verfügung. Deshalb auch vielen Dank an die Rückmeldung des professionellen Anwenders, der über die Anwenderin, der Anwenderin sozusagen die Anwendung zur Verfügung gestellt hat, das Gerät zur Verfügung gestellt hat und uns das zum Glück auch mitteilen konnte. So, jetzt komme ich zu einer etwas umfangreicheren Ausführung. Und zwar, wer sich erinnert, am 6. Februar, also noch gar nicht so lange her, habe ich über einen Anwender gesprochen, der eine TIA erlebt hat. Also eine TIA, eine transischämische Attacke.
Das ist so, ich möchte mal vorsichtig sagen, ein Vorläufer eines Schlaganfalls. Und diese TIA hatte die Folge bei dem Anwender, dass er eine Gesichtslähmung hatte. Und ich habe danach, weil der Anwender mir das berichtet hat, per Telefon darüber gesprochen, dass die Empfehlung, die hatte sich selbst herausgesucht, die Anwendung A85, ich wiederhole A85, Facialis-Lähmung, dass die erfolgreich war und wir haben gratuliert und finden das wunderbar, dass er relativ schnell seine Lebensqualität wieder zurückbekommen hat. Nun hat aber der Anwender gesagt, hier halt, hier muss noch mehr gesagt werden. Ich möchte sehr gern, sagt der Anwender, ganz detailliert darüber sprechen, was ich alles gemacht habe. Also ganz so einfach. Es ist zwar schnell gegangen, aber nicht so einfach. Und deshalb hat er uns erlaubt, seinen Bericht darüber Ihnen bekannt zu geben. Und Sie können sich den Bericht ab jetzt herunterladen. Ich muss mal gucken, dass ich das Richtige habe. Ja, und zwar nenne ich die Anwendung im Download, heißt die TIA-Maßnahmenkomplex. Und ich möchte Ihnen das sehr gern vorlesen. Also wie gesagt, ich möchte Ihnen trotzdem empfehlen, obwohl ich Ihnen das vorlese, das herunterzuladen, denn das ist sehr lehrreich, was derjenige gemacht hat. Ich habe hier darunter mit den vielen Buchstaben nur die Stichworte dessen geschrieben und ich möchte Ihnen, wie gesagt, das jetzt gern vorlesen. Anwenderbericht bei TIA. TIA heißt transitorische ischämische Attacke. Ich lese das so vor, wie es mir zugesendet wurde. Am 15.01.2023 ereilte den Anwender eine TIA, welche sich durch teilweise linksseitige Lähmung in Bein und Arm sowie heruntergezogenen Mundwinkeln äußerte. Da merken Sie schon, es ging also nicht nur um die Gesichtslähmung, sondern auch noch linksseitige Lähmung in Bein und Arm. Ich lese weiter. Unmittelbar anschließend, innerhalb von 30 Minuten, wurde von der Ehefrau, unter anderem nach Heilpraktiker Dr. Hartmut Fischer, wurden folgende Maßnahmen ergriffen. Von Hartmut Fischer habe ich auch ein sehr interessantes Buch. Ich habe auch schon im Workshop öfter darüber gesprochen. Also Dr. Fischer leistet Hervorragendes auf vielen Gebieten zur Gesunderhaltung. Ich lese weiter vor. 30 Milliliter Wasser plus 3 Teelöffel DMSO zum Trinken gegeben, den vollständigen Körper mit 30%igen DMSO sowie 5%igen Magnesiumöl eingerieben, also den Körper vollständig eingerieben. Weiterhin 10 Gramm Natriumbicarbonat in 200 Milliliter aufgelöst sowie 5 Tropfen Strophantin in 4 Zentiliter Wasser, zudem 1,5 bis 2 Liter ionisiertes basisches Wasser gegeben. pH-Wert steht in Klammern hier ca. 8,5. Also doch bedeutend basisch das Ganze. Und Sie, wer nicht weiß, was ionisiertes Wasser ist, mag das bitte nachlesen. Im Internet findet man dazu die Erklärung. Das möchte ich hier nicht noch weiter erklären. Anschließend wurden mit Agilcare folgende Anwendungen begonnen. A286 Schlaganfall mit Lähmungserscheinung. C72 Schlaganfalllähmung, C1522 Schlaganfallfolgen. Am zweiten Tag wurde weiterhin 2 Teelöffel DMSO in 200 Milliliter Wasser verabreicht. Ein Tropfen Strophantin in 4 Zentiliter Wasser. Mit Agilcare A286, das ist Schlaganfall mit Lähmungserscheinungen, A85, das ist Facialis-Lähmung, in Klammern Gesichtslähmung, sowie C569 und U142, beide heißen Gesichtslähmung, angewendet. Gleichzeitig ab dem zweiten Tag eine ganzheitliche praktizierende Ärztin hinzugezogen, welche alle 2 Tage in der Folgezeit nach kinesiologischer Austestung entweder Vitamin C oder Alpha-Lipon-Infusionen, ebenso auch Neurotropan-Injektionen, verabreichte. Weiterhin einmal drei Globulis Lachesis, Arnica
oder Botrops im Wechsel und derzeit noch Aspirin Protect, ich wiederhole, Aspirin Protect, 100 Milligramm einmal täglich. Eine Krankenhauseinweisung wurde wegen der aktuell vorherrschenden Bedingungen vom Anwender konsequent abgelehnt, obwohl ärztlich angeraten. Weiter die darauffolgenden Tage jeweils 1 bis 2 täglich mal 1 bis 2 täglich mal 2 Teelöffel DMSO mit 200 Milligramm mit 15 Tropfen H2O, H2O2, das ist Wasserstoffperoxid, mit etwas Johannisbeersaft getrunken, um eventuell Ablagerungen zu reduzieren. Ebenso wurde täglich ca. 4 Zentiliter des sogenannten Adernputzers, in Anführungsstrichen Adernputzers, in Klammern aus Zitronen, Knoblauch, Ingwer sowie Kurkuma getrunken. Jeden Tag wurde Agilflo 2x für je 30 Minuten angewandt, um eventuell Blutgerinnsel aufzulösen. Der Anwender war Raucher, ca. 10 Zigaretten am Tag, hat hiervon sofort abgelassen. Längere basische Wasseranwendungen, Wannenbäder von mindestens 1 bis 3 Stunden oder Fußbäder mit Basenbad sowie Magnesiumchlorid mindestens 8,5 pH, um vorhandene Schlacken zu lösen. Über den Tag verteilt wurde ca. 2 Liter ionisiertes basisches Wasser getrunken und früh und abends je 5 Gramm Zeolit mit reichlich Wasser zur Ausleitung eingenommen. Nach 4 Wochen sind die Lähmungserscheinungen komplett verschwunden. Leichte Artikulationsschwierigkeiten werden alsbald therapeutisch behandelt. Wenn zwischen den häufigen Arztbesuchen und sonstigen Behandlungen noch Zeit war, wurde ebenso mindestens einmal täglich A371 Chlamydia Pneumonia angewendet. Ja, und dann ist noch ein Hinweis zur MRT. Den möchte ich überspringen, den können Sie nachlesen. Und der letzte Satz, vermutlich ist der positive Verlauf ein Zusammenspiel der verschiedensten Sofortmaßnahmen sowie die konsequenten, selbstverantwortlichen Weiterbehandlungen auf die zurückzuführen. Ganz große Klasse, ich unterstütze den letzten Satz ganz besonders und erlaube mir noch ein Zitat, das steht auch in dem Dokument, hier zu verlesen zum Abschluss. Was vor dir liegt, kann nicht größer sein als dein Schöpfer, der hinter dir steht und der Glaube an ihn fest und unerschütterlich ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe das sehr gern verlesen, obwohl ich denke, wer damit arbeitet, wer das umsetzen möchte, dem reicht das Verlesen nicht. Der sollte den Text studieren und für den Fall der Fälle bereitlegen, beziehungsweise vielleicht haben Sie in Ihrem Umfeld jemanden, dem es schon so gegangen ist und dass er diese Maßnahmen durchführt. Ich stehe hinter jeder einzelnen Maßnahme, die der Anwender durchgeführt hat und ich bin dem Anwender sehr, sehr dankbar, dass er das erweitert hat und wir nicht so kurz nach dem Motto eine Anwendung A85 durchgeführt, Gesichtslähmung war es nur und das war erfolgreich. Das mag sich auf die Gesichtslähmung vielleicht so ausgehen. Wiesen haben und das war auch selbstverständlich richtig, aber der Umfang der Beeinträchtigung war viel größer und der Umfang der Maßnahmen erst recht. Also wenn ich daran denke, dass wir hier über DMSO, über Magnesiumöl, Natriumbicarbonat, Strophantin, ionisiertes Wasser, verschiedene Anwendungen mit Agilcare, also mehrere Anwendungen auch mit Agilflo, Vitamin C-Infusionen, andere Infusionen, Knoblauch, Ingwer, Kurkumin sprechen, und Bäder hier noch vorkommen, die ganz spezifisch sicherlich sehr, sehr erfolgreich alle im Konzert dieser Maßnahmen für die Verbesserung der Lebensqualität des Anwenders geführt haben. Denke ich, lohnt es sich und nicht nur zu danken. Ich bedanke mich also ganz, ganz herzlich bei der Übersendung der Informationen, sondern ich denke auch, dass Sie etwas davon haben, dass wir Ihnen das weitergeben konnten. Nun noch vielleicht etwas Organisatorisches. Ich hatte ja erwähnt, dass YouTube so frei war, mich nicht mehr frei zu lassen, mich gesperrt hatte, also eine bestimmte Zeit, und wir eben auf dem YouTube-Kanal dort
das nicht mehr so gut darstellen dürfen. Man schränkt uns also ein. Wir leben quasi auch unter Sanktionen auf dem Gebiet, aber das hat uns nichts ausgemacht. Wir haben einen Ausweich gefunden und das habe ich hier eingeblendet. Wenn Sie über ulrich-mtc.de, also unsere Homepage, gehen, dort im Menü auf Support und Unterpunkt dann Agilcare Workshops gehen, dann können Sie die Videos, die aus den Workshops entstehen, dort nachschauen, nachlesen. Denn nachlesen geht auch, weil dort Sie auch nochmal die Möglichkeit haben, die PDFs, das heißt die Präsentation als PDF herunterzuladen, so wie es im Workshop selbst auch ist. Das bleibt also über die Zeit, weit über die Zeit der 10 Tage dort erhalten. Ist allerdings wirklich nur die Präsentation mit dem Download. Und das wollten wir eigentlich zeitlich nicht begrenzen. Hier gibt es keine rechtlichen Probleme, dass wir das begrenzen müssen, wie das mit den sonstigen Aufzeichnungen ist. Ja, da wollte ich Sie darauf hinweisen. Wenn Sie interessiert sind, können Sie also das gern nutzen. Ich denke, das ist sehr gut aufbereitet auf unserer Seite. Über den Weg, wie Sie dahin kommen, können Sie sich hier auf dieser Seite informieren. Ja, Kommunikation mit uns, Sie wissen das, hier eingeblendet. Ich will bloß den einen Kommunikationsweg herausgreifen, nämlich Telefonservice. Der läuft wie immer montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr. Anrufen, die eingeblendete Nummer und nur diese Nummer bitte und ich rufe Sie garantiert zurück. Und diejenigen, die heute relativ spät meinen Rückruf bekommen haben, wissen, dass ich wirklich zurückrufe, auch wenn die Gespräche vorher sehr zeitaufwendig sind und sich das Ganze verschiebt. Aber Sie können sich im Prinzip darauf verlassen, dass ich Sie zurückrufe. Ja, und hier haben wir auch etwas verändert. Ich verweise immer darauf, wie wichtig das ist, Wissen zu haben. Das ist einmal das Basiswissen und dann das Wissen über die Randbedingungen, die einzuhalten sind. Und da sehen Sie das über die eingeblendeten URLs hier in dem Fall. Und das ist dann zwar auf dem YouTube-Kanal noch vorhanden, aber wenn Sie die URLs nehmen, nämlich, ich lese mal die obere zum Basiswissen vor, ulrich-mtc.de/download, dann haben Sie die Aufbereitung des Basiswissens, um die Effektivität mit Agilcare zu verbessern. Und da sind wir nicht mehr auf YouTube angewiesen, sondern da haben wir das schon wieder transportiert und übrigens auch inhaltlich erweitert, verbessert. Genauso wie das zweite Video, was wir auf dem YouTube-Kanal hatten, inhaltlich verbessert. Und auch vom Ansehen pädagogisch verbessert. Und das finden Sie dann auch über diesen Link ulrich-mtc.de/download. Und da denke ich, kann ich Ihnen jetzt einmal das zeigen, wie Sie da hinkommen. Das will ich mal gleich einblenden, indem ich meinen Bildschirm hier, meinen Bildschirm hier teile. Und ich hoffe, Sie können jetzt den Bildschirm sehen. So sieht unsere Seite aus, ulrich-mtc.de. Das werden viele schon gesehen haben. Vor einigen Wochen haben wir begonnen, die total umzugestalten. Und ich sprach darüber, dass wir über den Link Download gehen, jetzt für dieses Basiswissen. Da gehe ich oben auf Support, wie Sie es jetzt vielleicht mitverfolgen können. Und wenn Sie auf Support mit der Maus gehen, Sie müssen noch gar nicht klicken, dann geht nach unten dieses Pull-Down-Menü, nennt man das, auf. Und da lesen Sie hier, jetzt bin ich gerade an der Stelle, das Wort Download und da klicke ich dann drauf. Und hier finden Sie auf der Seite, finden Sie jetzt die Abschnitte, die Sie auch kennen, aber jetzt etwas besser aufbereitet, nämlich Setup der Software, Informationen zu Agilcare, Agilcare optimieren und Wissenswertes. Ja, und wenn Sie zum Beispiel auf Agilcare optimieren klicken, dann geht das nach unten so auf und hier finden Sie Agilcare Grundlagen und Agilcare Optimieren. Das sind die beiden Dinge, die ich Ihnen jetzt in der Präsentation gezeigt habe. Also wenn ich auf Agilcare Grundlagen gehe, dann öffnet sich schon das Video, wo ich die Grundlagen, also das Basiswissen, vermittle. Und wenn Sie auf Agilcare Optimieren klicken, dann öffnet sich das Video im neuen Gewande, wo wir die Randbedingungen optimiert Ihnen darstellen. Ja, das ist also, sagen wir mal, hier neu, wie auch einiges andere neu ist. Ja, zum Beispiel bei Wissenswertes, wenn Sie das öffnen, sehen Sie auch noch
wie Sie Randbedingungen optimieren oder eben Liste der Anwendungen. Liste der Anwendungen, das ist ja die Möglichkeit, dass Sie eben ohne Gerät die Anwendung sich im Katalog darstellen, wenn Sie einmal unterwegs sind oder wenn Sie das Gerät nicht angeschlossen haben oder gerade jemand anders mit dem Gerät arbeitet und Sie an einem anderen Ort, an einem anderen Computer sich die Anwendung durchschauen wollen, vielleicht sogar testen wollen, ob Ihre eine andere Anwendung für Sie geeignet ist. Also es lohnt sich immer mal auf unsere Seite zu gehen und wenn Sie zum Beispiel wiederum auf Support gehen und dann die untere Darstellung Agile Care Workshops sich ansehen, dann finden Sie nach Jahren getrennt, finden Sie die Präsentation, ich gehe mal auf 2023, dann finden Sie die Präsentation hier dauerhaft und Sie sehen, das endet hier das Aktuellste, hier, ich scroll mal durch, dass Sie die also dann alle haben, 2023. Und natürlich ist die heutige noch nicht da, aber ab morgen können Sie damit rechnen, ist auch die heutige hier drin. Diese verfallen nicht in 10 Tagen, die können Sie also immer sehen. Und hier darunter ist immer der Link, um die Präsentation als PDF herunterzuladen. Auch das verfällt Ihnen nicht. Soweit der kleine Ausflug in den Bereich der Verbesserung, die wir haben. Und dann muss ich mal weitersehen, was ich noch in meinem Slide. Ja, das waren also die Links, um zu den Darstellung einmal Basiswissen und zum anderen Randbedingungen zu kommen, im neuen Gewande sozusagen. Und hier habe ich noch einmal, das soll zwar die letzte Folie sein, aber hier nochmal mein großer Dank an diejenigen, die bisher Empfehlungen weitergegeben haben, das heißt potenziellen Käufern mitgeteilt haben, wie begeistert sie von Agile Care sind. Und die Begeisterung weitergetragen haben an die potenziellen Käufer. Das können Familienmitglieder sein, es können Verwandte sein, es können Freunde sein. Und das danken wir Ihnen, wenn dann diejenigen ein Agile Care in unserem Shop kaufen. Ich muss nochmal sagen, es müsste in unserem Shop sein. Nur dann können wir Ihnen das danken, indem wir Ihnen dann 150 Euro überweisen. Wir bitten Sie vorher über die eingeblendete E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de, ich wiederhole, support@ulrich-mtc.de, Ihnen das mitzuteilen, um welchen Käufer es sich handelt, da reicht uns der Name. Und wenn wir es noch nicht haben, teilen Sie uns Ihre Bankverbindung mit, damit wir uns dann bei Ihnen für diese Empfehlung bedanken können, mit einem Betrag in Höhe von 150 Euro. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Also hier haben Sie erstmal, geben Sie einem bekannten Freund oder irgendwas einem anderen Menschen die Möglichkeit, seine Lebensqualität zu verbessern. Sie selbst machen etwas Gutes und bekommen dafür 150 Euro. Und das dritte Win entsteht dadurch, dass wir einen weiteren Anwender haben und uns darüber freuen können, dass derjenige auch seine Lebensqualität mit unserer Hilfe, mehr oder weniger mit unserer Hilfe, verbessern kann. Ja, und jetzt endlich bin ich mit meiner vorbereiteten Präsentationen ans Ende gekommen und freue mich darauf, Ihre Fragen jetzt zu beantworten.